Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become, and I've been looking forward to this day, the day I prove you wrong. Me loving, I need your loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving, I need loving. Me myself ain't enough, it's like being a dog to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kühlchen. Heute ist wieder eine Folge dran mit Mein Weg zum Minimalismus. Wundert euch nicht, ich habe das Trinken verlernt. Heute ist die Garderobe dran. Schwerpunkt das da unten und das da hinten. So, ich habe vor, die Bank, die wir da stehen haben, die ist ja von einem alten Esstisch, den wir ja schon ausrangiert haben, umzubauen. Und zwar so umzubauen, dass quasi die Körbchen nicht oben drauf stehen, sondern darunter. Das ist mein Plan. Ich habe da auch gestern mit dem Mann drüber gesprochen. Der ist natürlich einverstanden. Ich wüsste auch jetzt nicht, warum er was dagegen haben sollte. Auf jeden Fall werden wir das heute sortieren. Ich möchte, dass von jedem nur noch ein Set da hängt. Also eine Jacke, ein paar Schuhe, ein Schal, eine Mütze. Das reicht. Genau. Die restlichen paar Schuhe werde ich in den Schuhschrank einsortieren. Der hat nämlich noch Platz. Genau. Ja, ich würde sagen, ich fange nämlich jetzt auch an, weil ich muss nämlich auch in den Keller, um Werkzeug zu holen. Nehme ich direkt die gebastelten Werke des Mini-Monsters mit in den Keller. Die stehen da, seitdem wir sie mitgenommen haben aus dem Kindergarten. Er hat nicht mehr nachgefragt. Jetzt bringe ich sie in den Keller. Wenn ihm dann immer noch nicht auffällt, dass diese Dinge weg sind, werde ich sie beim nächsten Altpapier dazustellen. Ja, genau. Und, ja, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hattet in meinen Videos. Den habe ich mir von der Arbeit geklaut. Das heißt geklaut. Ich habe gefragt, ob ich es mitnehmen darf, weil es sollte nämlich entsorgt werden. Fand ich süß, wollte ich mitnehmen, habe ich mitgenommen. Stand auch schön an Weihnachten mit hier rum. Der darf jetzt aber auch weg. Ich denke, es gibt nächstes Jahr bestimmt einen neuen. Ja, genau. Ich fange jetzt mal an, nehme euch ein bisschen mit. Und ich hoffe, der Umbau funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich brauche jetzt einen Akkuschrauber, Winkel sind dran. Und fangen wir mal an. Ich gehe jetzt zuerst mal in den Keller. Da nehme ich euch nicht mit hin. Oh,
Superhero in me.
Kann und ich denke, das kann sich sehen lassen. Das Highboard, das Schuhboard habe ich auch aufgeräumt. So, das hier geht noch in die Küche. Das brauche ich immer zum Einkaufsliste schreiben. Aber ich hoffe, das bleibt so. Ich habe auch die Schublade aufgeräumt. Hier sind im Endeffekt nur noch Masken drin, Sonnenbrillen. Und eine Tüte mit Ersatzschlüssel und eine Taschenlampe. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich habe auch in meinem Schuhschrank, ich habe, glaube, 5 Paar Schuhe rausgeholt. Hier ist der Schrank der Kinder, hier ist der Schrank vom Mann. Hier haben wir aber auch eine Blumensamenkiste und hier ist für meine Walkingstöcke neue Aufsätze. Ja genau, der Mann sagt immer, er hat keine Schuhe. Muss er mal gucken. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, das bleibt jetzt so erstmal. Und ich glaube, den Ballon hier können wir auch langsam mal abmachen. Jetzt sehe ich ihn gerade wieder. So, hier liegt ein Eierkarton, der muss zurück zu den Nachbarn, damit ich neue Eier kriegen kann. Genau, so, ich hoffe, das bleibt. Und wenn man jetzt durch die Tür reinkommt, sieht das hier schon mal sehr schön aus. Meine Konstruktion, die ich hier gebaut habe, wo ich ja zwischendurch ein bisschen dran verzweifelt habe, ob ich auch gerade das Richtige mache. Der Mann hat mich vorgewarnt. Der hat gesagt, das wackelt. Ja, tut es. Da legt er nochmal Hand dran an. Aber jetzt haben wir hier schön die Kästen zum Rausziehen. Die Jacken liegen jetzt nicht mehr auf der Bank auf. Schuhe haben unten drunter für jeden noch ein paar Platz. Ja, von mir liegen gerade 2 da. Aber jeder hat Platz für seine Schuhe. Gummistiefel habe ich ausrangiert. Das heißt ausrangiert. Die sind im HBR, haben die ein Plätzchen gefunden. Und ja, ich werde jetzt noch mal schnell hier kurz durchsaugen. Der Sauger steht gerade noch da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es heißt, mein Weg zum Minimalismus. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.